Das sind die RTV-Themen vom Donnerstag. Erfolgreich gekämpft, Maximilian Levy mit Gold und Silber aus Minsk zurück. Erfolgreich gewirtschaftet, die Bilanz der Sparkasse Spree-Neiße. Und Erfolg auf dem Arbeitsmarkt, gute Aussichten für Ältere und Berufsanfänger. Mehr dazu sehen Sie hier gleich im Anschluss. Österreichische Wochen im Stadtwächter. Vom 18. Februar bis 2. April probieren Sie unter anderem hausgemachte Kässpätzle, goldgelbes Wiener Schnitzel, feinen Kalbstafelspitz oder deftige Fiakerpfanne. Stadtwächter, weil wir lecker sind. Hallo und guten Abend zu LTV aktuell am Donnerstag. Allen Unkenrufen und allen Wirtschaftsprognosen zum Trotz entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Südbrandenburg auch im neuen Jahr positiv. Anders jedoch als in den Vorjahren profitieren von dieser Entwicklung auch ältere Arbeitnehmer und junge Lehrstellenbewerber. Thorsten Lehmann hat die Einzelheiten. Der Schnee ist fast weg und so langsam scheint auch wieder die Sonne auf den Südbrandenburger Arbeitsmarkt. Nach zuletzt gestiegenen Zahlen konnte Heinz-Wilhelm Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Cottbus, heute wieder gesunkene Zahlen verkünden. Also der Winter ist ein paar Tage zurückgekommen, das stimmt, aber auf dem Arbeitsmarkt ist fast schon Frühling. Wir haben im Februar diesen Jahres die niedrigste Februar-Arbeitslosenquote seit 20 Jahren. Das heißt, in früheren Jahren wären wir bei diesen Quoten schon im April oder im Mai gewesen. Also mitten im Frühling, und der Frühling, der wird dann Sommer. Also es tut sich etwas, die Tendenz ist sehr positiv. Deutlich weniger Arbeitslose als vor einem Jahr, deutlich mehr Stellen reingekommen als vor einem Monat. Im Augenblick im Bestand über 3000 Arbeitsstellen, das heißt 3000 Möglichkeiten für Lausitzerinnen und Lausitzer, eine Beschäftigung zu finden. Das hatten wir auch schon ganz lange nicht mehr. Konkret waren im Februar 40.125 Arbeitslose gemeldet. Das sind 2,8% oder 1.153 Menschen weniger als noch im Vorjahresmonat. Spitzenreiter bleibt Königs Wusterhausen mit 7,4%, das Schlusslicht bildet Senftenberg mit 16,4%. Cottbus bleibt mit 11,3% im Mittelfeld. Dennoch bleibt ein Problem bestehen. Und ich glaube, das Problem ist ein Wort. Wenn wir sagen, ältere Arbeitslose. Das ist eigentlich ein irreführendes Wort, denn da stecken Menschen wie Sie und ich dahinter, die den 50. Geburtstag gerade hinter sich gelassen haben und die natürlich voll in Saft und Kraft stehen und von denen der ein oder andere fälschlicherweise meint, er gehört zum alten Eisen. Das ist nicht so. Unser Arbeitgeberservice schlägt selbstverständlich auch Menschen vor über 50, weil das Erfahrungsträger sind, sehr qualifizierte Menschen, die auf jeden Fall eine Chance vom Arbeitgeber brauchen, und jeder Betrieb wäre ganz klug beraten, sich jeden anzuschauen, ganz gleich wie alt er ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, Chancen, um manche Schätze zu heben. Anders sieht es auf dem Ausbildungsmarkt aus. Derzeit gibt es in fast allen Branchen so viele Stellen wie noch nie. Für Unentschlossene gibt es noch einen Tipp der Agentur. Ja, in dem Zusammenhang darf ich auch noch mal auf unsere Berufsorientierungs- und Ausbildungsbörse am 22. und 23. März hinweisen. Die findet diesmal nicht in der Agentur für Arbeit Cottbus statt, sondern in der Trainingshalle des FC Energie Cottbus. Darüber freuen wir uns sehr. Wir haben da eine Kooperation mit dem FC Energie Cottbus. Auch die Kammern, Handwerkskammer und Handelskammer sind dabei. Wir werden an zwei Tagen diesmal vor Ort sein mit rund 90 Arbeitgebern, die zu ihren Ausbildungsberufen informieren. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch weitere Angebote für die jungen Leute, die alle herzlich eingeladen sind, wie zum Beispiel eine Stadionführung durch Stadion vom FC Energie. Es gibt aber auch Bewerbungstrainings, es wird eine Fotoecke geben. Die Arbeitgeber werden sicherlich auch die Möglichkeit bieten, den Beruf einmal ganz praktisch sich anzuschauen. Also alle Jugendlichen, die in diesem Jahr einen Ausbildungsplatz suchen, sind herzlich eingeladen, natürlich auch mit ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern, wer immer noch mit dazukommen möchte. Rechtzeitiges Kümmern sichert also beste Plätze und auch die besten Azubis. Und unter diesen Voraussetzungen steht dem Frühling auf dem Arbeitsmarkt nichts mehr im Wege.
Insgesamt 33 Rotlichtzünder wurden gestern und heute Vormittag bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreuzung Saarbrücker Thiemstraße ermittelt. 13 von ihnen missachteten das Rotlicht länger als eine Sekunde. Spitzenreiter war ein Fahrzeugführer, der nach 2,33 Sekunden noch bei Rot fuhr. Bei Überschreitungen von über einer Sekunde kommen auf diese Fahrer nun 200 Euro, 3 Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot zu. Und damit kommen wir zum Sport. Es ist noch gar nicht lange her, da durften wir unseren Ausnahmeradsportler Maximilian Levy hier bei uns zu einem Studiogespräch empfangen. Mit dabei hatte er eine Silbermedaille von den Olympischen Spielen in London. Gestern Abend brachte der Bahnradsprinter von den Weltmeisterschaften in Minsk wieder eine Silbermedaille mit nach Hause. Doch diesmal wurde der Silberne noch durch einen goldenen Glanz überstrahlt. Am gestrigen Abend bereitete der Radsportclub Cottbus den frisch gebackenen Bahnradsport-Welt- und Vizeweltmeister Maximilian Levy im Waldhotel einen Empfang. Stolz präsentierte er seine im Teamsprint erkämpfte Gold- und im Keirin seine Silbermedaille. Ja, ich bin natürlich sehr zufrieden. Eine Gold- und eine Silbermedaille ist meine beste Ausbeute bei Weltmeisterschaften. Dazu der 6. Platz im Sprint, was auch mein zweitbestes Ergebnis überhaupt ist in der Disziplin. Und von daher gehe ich natürlich zufrieden nach Hause. Gewürdigt wurden die beiden WM-Teilnehmer Maximilian Levy und Stefanie Pohl vom Vizepräsidenten des RSC, Reinhard Semmler. Zu den Gratulanten gehörten auch der Bundestrainer Detlef Uibel, der Trainer von Maximilian Levy, Eik Pokorny, sowie seine Freundin, die ehemalige Bahnradsportlerin Madeleine Sandig. Die Sparkasse Spree-Neiße unterstützt seit vielen Jahren den Breiten- und Leistungssport in Cottbus. So unter anderem auch den Heimatverein von Maximilian Levy, den Radsportclub Cottbus. Darüber hinaus gäbe es wohl manch eine Kulturveranstaltung in unserer Stadt weniger, wenn nicht die Sparkasse finanzielle Unterstützung leisten würde. Das kann aber alles nur funktionieren, wenn die Sparkasse Spree-Neiße selbst gut wirtschaftet. Heute war Bilanz-Pressekonferenz. Ulrich Lepsch hatte heute viel Grund zur Freude. Der Vorstandsvorsitzende stellte heute die Geschäftsentwicklung der Sparkasse Spree-Neiße für das Jahr 2012 vor. Dabei hat die Bank ihr Image als sicheres Geldinstitut erneut bestätigt. Die Sparkasse konnte ihre Bilanzsumme um 75 Millionen Euro steigern. Sie liegt damit auf einem neuen Spitzenwert von etwa 2,69 Milliarden Euro. Auch bei den Kundeneinlagen gab es ein sattes Plus. Demnach sind bei der Sparkasse über 2,3 Milliarden Euro angelegt. Ja, wir haben eigentlich an die Erfolge der letzten Jahre angeschlossen. Wir sagen ja immer sicher, stabil, solide. Wir haben ein Geschäftsmodell, das sich bewährt. Wir weichen nicht davon ab. Insofern haben wir wieder sehr gute Zuwächse bei den Kundeneinlagen. Das ist uns ganz wichtig. Wir haben auch wieder seit 2 Jahren Überschüsse, wenn Sie das so sagen wollen, in den Girokontoeröffnungen, also mehr Konten wurden eröffnet wie geschlossen und das, obwohl immer noch Leute wegziehen. Also das sind schon Erfolge, die uns freuen. Die Kundschaft nimmt das Modell also an und die Sparkasse will weiter daran arbeiten. Ein Schritt ist dabei die stetige Modernisierung der Geschäftsstellen. So entstanden 2012 in Welzow oder wie hier in Neuschmelwitz neue Filialen. Im Mittelpunkt steht aber die Hauptstelle am Breitscheidplatz. Im neuen Erweiterungsbau beginnen derzeit die Arbeiten im Innenbereich. Noch in diesem Jahr soll der Bau fertig werden. Da kommen wir jetzt langsam in die heiße Phase, wenn ich das so sagen darf. Wir haben also vor, bis zum 30. Juni den Gebäudekomplex fertigzustellen. Es geht mit großen Schritten dort voran. Und wir werden dann die alte Hauptstelle aus der Bahnhofstraße in diesen Erweiterungsbau mit integrieren. Geld, das in der Region verdient wird, wird auch wieder in der Region ausgegeben. Nach diesem Leitspruch richtet sich auch das kulturelle, sportliche und soziale Engagement der Bank. Ob nun Branitzer Schloss, Ostdeutscher Rosengarten, Jugend musiziert, Lausitzer Sportschule oder Peitzer Festungsturm. Allein im letzten Jahr hat die Sparkasse Spree-Neiße 607 Einzelmaßnahmen mit etwa 2 Millionen Euro unterstützt. Im Mittelpunkt steht aber immer noch jeder einzelne Kunde. Die Gelder der vielen kleinen Kunden haben auch einen Zuwachs von über 37 Millionen Euro 2012. Und da sieht man natürlich, dass diese sichere, stabile Geldanlage bei den Kunden schon sehr bevorzugt wird. Nach all den Jahren, wo man viel Unsicherheit hatte, wo auch an den Börsen dann dauert das auf und ab ist. Also man bevorzugt die sichere Anlage. Und die will man auch in den nächsten Jahren bieten. Deshalb wird es keine riskanten Geldgeschäfte geben. Für 2013 sind daher auch keine neuen Rekorde das Ziel, sondern eine Bestätigung der jetzigen Ergebnisse.
Die Gebäudewirtschaft Cottbus engagiert sich seit vielen Jahren beim Bau barrierefreier Wohnungen. Jüngste Beispiele für Wohnungen dieser Art sind in der Friedrich-Engels-Straße in Ströbitz und in der Franz-Mehring-Straße in Sandow zu finden. Am morgigen Freitag, den 1. März, gewährt das größte Wohnungsunternehmen im Land Brandenburg einen Blick hinter solche modernisierten Wohnungen. Wer sich dafür interessiert, sollte also morgen von 14 bis 17 Uhr in den Hopfengarten 5 im Cottbusser Norden kommen. Zu besichtigen ist unter anderem beispielsweise eine speziell für Rollstuhlfahrer vorbereitete Zwei-Zimmer-Wohnung. Sie ist ca. 73 Quadratmeter groß und für alle sicherheitsmäßig relevanten Systeme ausgelegt bzw. vorbereitet. Soweit für heute. LTV sehen Sie morgen wieder unter anderem mit einem Bericht über einen Kirschgarten, so der Titel der Komödie von Anton Tschechow, die am Samstag im Staatstheater Premiere feiert. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, machen Sie es gut und bis bald. Leuchten im ausgefallenen Design für das besondere Ambiente. Berliner Straße 138, direkt an der Haltestelle Schillerstraße. Jetzt im Frankie Steiner 2 für 1 im ganzen Februar. Bis 19 Uhr zwei Hauptgerichte essen und nur eins davon bezahlen. Ab 19 Uhr zwei Cocktails zum Preis von einem. Das Angebot gilt den ganzen Februar 2013. Aus der Idee geboren und mit Liebe gestaltet. Kunstwerke in Perfektion. Gardinen von Ulrike Tetzlaff Design sind nur echt mit diesem Zeichen. Authentisch, ökologisch, edel. Psst. Das Wetter präsentiert Ihnen die Lagune, das Sport- und Freizeitbad in Cottbus. Der Februar verabschiedet sich, wie er begonnen hat, ganz ohne Sonne. In der kommenden Nacht ist es stark bewölkt, gelegentlich kann es etwas Nieselregen geben. Bei Temperaturen zwischen 0 und 2 Grad muss in ungünstigen Lagen wieder mit Straßenglätte gerechnet werden. Der morgige Freitag beginnt erneut neblig trüb, anfangs gibt es auch noch etwas Nieselregen. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung von Norden her auf. Ob es aber in Cottbus für die ersten Sonnenstrahlen reicht, bleibt ungewiss. Die Höchstwerte liegen zwischen plus 3 und 6 Grad. Das Wetter präsentierte Ihnen die Lagune. Alle Angebote finden Sie unter lagune-cottbus.de. Augenblick mal.
Bonjour, guten Tag. So werden wir uns morgen hier in der Schlosskirche gut französisch begrüßen. Denn morgen ist wieder wie an jedem ersten Freitag im März Weltgebetstag. Und 2013 kommt die Gottesdienstordnung aus Frankreich. Sie hat das Jesuswort zum Thema: Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Dieser Gottesdienst mit diesem Thema aus Frankreich passt besonders gut hierher in die Schlosskirche. Denn die Schlosskirche ist ja ein Geschenk an französischsprachige reformierte Glaubensflüchtlinge, die 1698 nach Cottbus kamen und die Vorgängerkirche der Schlosskirche geschenkt bekamen vom preußischen Kurfürsten. Zunächst hatten sie kein Geld, die abgebrannte und nicht genutzte Katharinenkapelle wieder aufzubauen, und feierten ihre französischen Gottesdienste im Schloss mit ihrem eigenen Pfarrer Theodor Capri. Vor 300 Jahren konnten sie dann die Kirche wieder aufbauen und seitdem heißt sie Schlosskirche. Drei französische Prediger hatte die Gemeinde, bis 1757 der letzte französische Prediger starb und sie sich mit der deutsch-reformierten Gemeinde vereinigten. Die Gemeindeglieder waren inzwischen in Cottbus angekommen und brauchten keine französischsprachigen Gottesdienste mehr. Ich war fremd, ihr habt mich aufgenommen. Dieses Jesuswort als Motto des Weltgebetstages 2013 hat hier in der Schlosskirche seine eigene Geschichte. Fremde wurden hier heimisch, bauten sich ihre eigene Kirche, feierten ihre eigenen französischen Gottesdienste. Und so ist Cottbus bis heute eine gastfreundliche Stadt. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben am 15. Februar, dass der NPD-Aufmarsch mit seinen fremdenfeindlichen Parolen nur ein paar hundert Meter weit kam. Doch auch sonst begegnen uns im Alltag Worte und Witze, die Menschen aus anderen Ländern herabwürdigen und verletzen. Und wo stoßen wir selbst Menschen vor den Kopf, geben ihnen ungewollt das Gefühl, fremd und nicht willkommen zu sein? Die französischen Weltgebetstagsfrauen regen mit ihrer Gottesdienstordnung an, zu fragen, wie fühlt sich das an, die Heimat zu verlassen und fremd zu sein? Wie können wir Fremde bei uns willkommen heißen? Lassen Sie sich herzlich einladen in die Gebetskette, die am 1. März um die Welt wandert und um 16.30 Uhr hier in der Schlosskirche Cottbus erreicht. Die Frauen des ökumenischen Vorbereitungskreises haben sich viel ausgedacht und halten auch leckere französische Kostproben bereit. Ich lasse mir das nicht entgehen. Kommen Sie doch auch vorbei. Augenblick mal. Für die Doppelflat aus Ihrem Kabelnetz. Mit unserem Team haben Sie beim Sparen die Nase vorn. Telefon und Internet super schnell. Von 16 bis 128 Megabit. Bis zu 6 Monate gratis. Jetzt wechseln. Und alles schon ab 19,99 € im Monat. Bestellen Sie jetzt die Zweierkombi unter www.telecolumbus.de oder in Ihrem Telecolumbus Shop. Telecolumbus. Wir sind da. Verschenken Sie nicht Ihr Geld. Mit der Vereinigten Lohnsteuerhilfe sind Sie auf der sicheren Seite. Herr Hönsch, Ihre Beratungsstelle hat ja einen großen Informationstag jetzt in den nächsten Tagen. Was erwartet unsere Zuschauer denn am 2. März? Am 2. März führt unser Lohnsteuerhilfeverein, die Vereinigte Lohnsteuerhilfe, bundesweit in über 1200 Beratungsstellen einen Informationstag durch. Natürlich auch bei uns in Cottbus-Sachsendorf. Wer sollte sich denn eigentlich angesprochen fühlen und um welche Themen geht es am Informationstag? Angesprochen sollten sich fühlen Arbeitnehmer, Beamte,
Auszubildende, Rentner, aber auch Arbeitssuchende. Antwort erhält man bei uns, ob ich eine Steuererklärung abgeben muss, wie ich reagieren sollte, wenn ich eine Aufforderung vom Finanzamt erhalte, oder welche Änderungen gibt es im Steuerrecht, Elterngeld oder Kindergeldrecht. Das sind viele interessante Themen. Wann geht es denn genau los? Es geht los am Samstag, den 2. März von 10 bis 16 Uhr hier bei uns in Cottbus-Sachsendorf. Vielen Dank. Informieren Sie sich in der Beratungsstelle von Hartmut Hönsch in der Heinrich-Mann-Straße 12 oder telefonisch unter Cottbus 52 59 41.